Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit hallo zu diesem neuen Video mit Lars, also wieder. Genau, Lars kennt ihr, denke ich. Genau. Und heute testen wir mal, wir haben uns heute ein bisschen getroffen. Oder treffen wir uns heute. Ja, wir haben uns gerade getroffen. Wir sind auf jeden Fall bei Lars gerade, wie ihr seht. Genau. Ja, das ist Lars' Zimmer oder ein Teil von Lars' Zimmer. Genau. Ihr seht, er ist Hertha-Fan. Hertha Bettwäsche, ne? Mhm. Und hier hinten ist auch ein Fußballplakat. Also Lars ist schon ein Fußballfan, oder? Also ihr könnt es ja sehen, was ich... Kannst du euch mal zeigen, wenn ich... Da. Da, genau. Ja, wir sind auf jeden Fall heute bei Lars. Ist ganz genau. Cool. Früher gab es schon mal ein Video mit Lars. Mhm. Das ist hier oben verlinkt, falls ihr es gefunden habt. Und ich bin noch Eisbär Berlin-Fan. Ja, das ist auch cool. Ja, auf jeden Fall testen wir heute die Pombeer Frühlings-Edition. Mhm. Und ja, die habe ich bei Netto entdeckt. Von Funny Frisch. Ja. Ich denke, Pombeeren kennen die meisten. Lars meinte, das ist wahrscheinlich die Edition, die so Salz... Gesalzt, also genau, das sind die Original, da steht es ja drauf, aber nur, dass sie in so einer Frühlingsform Original sind. Genau. Magst du denn die normalen Pombeeren? Auch, ich mag die. Magst du gerne? Mit Ketchup und mit... Echt? Ketchup? Ich finde die okay. Ich finde die okay, muss ich sagen. Die sind ziemlich, also die kosten, glaube ich, die haben ungefähr 1 Euro gekostet. Und man muss sagen, die sind schon ziemlich, guck mal, wie wenig da drin sind. Sonst sind die Tüten größer, oder nicht? Halt mal so. Sonst wirken die größer. Die rote Bei den Packung. Normalen sind sie normal. Ein bisschen oben voll. Ja, meine ich. Und hier sind irgendwie sind die anscheinend... Naja, die sind aber vielleicht auch größer. Moment, die Form. Dadurch, weil pass sie größer an, sind. Pass mal an, das sind keine Beeren, sondern das sind so Blümchen. Und so, die sind größer als... Frühling, deswegen Frühling. Also quasi die Beeren und... Ja, wir probieren mal. Schmeckt wie das Original. Wahrscheinlich ist einfach die Form anders. Glaube ich. Also sie schmecken... Original. Eigentlich normal, ne? Pombeeren habe ich ein paar Mal in meinem Leben schon gegessen, aber so oft kaufe ich mir die nicht. Und du? Ich auch nicht. Aber das schon eher, ne? Willst du noch einmal? Ich finde die Form ganz schick, ich finde die Idee auch schick und ich finde das Blaue passt, aber ich finde eigentlich das Rote schicker bei Pombeeren. Mhm. Obwohl ich die Tüte auch sehr schick finde. Wie viele Punkte gibst du den Pombeeren? Von eins, auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten. 10 ist gut, 1 schlecht. Also was willst du dem zuerst? Ich gebe den 6 von 10 Punkten. Ich finde die nicht so geschmackvoll. Also ich finde die okay. Ich würde den 7 von 10 Punkten geben. Also ich finde man kann es machen. Die Originalen finde ich etwas besser. Eher so zum Kindergeburtstag, sag genau. ich mal. Aber ich bin jetzt nicht so, also bei, an unseren Geburtstagen sowas, aber für den Aussehen würde ich 10 von 10 nehmen, weil es mal was anderes ist. Es ist mal was Neues, ja. Aber geschmacklich finde ich die Pombeeren okay. Also ist jetzt nicht mein Favorite. Ding. Ja, dann war es das mit dem Video. Genau. Lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. So sieht's aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hashtag CastAmi vor. Ever. Wir sehen uns. Ciao, Leute. Ciao. Mach mal die Hand auf die Kamera. Tschüss.